So schön eine Weihnachtsdeko nachts auch leuchten mag, am Tage sollte sie denn im gleichen Glanze strahlen und nicht so, wie sie jetzt vor uns steht. Hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker, ich begrüße euch zu einem Projekt, welches ich hier vor 2 Jahren in dieser Werkstatt gebaut habe und es mittlerweile an der Zeit ist, es nochmal ein bisschen aufzuhübschen. Die Rede ist hier von meiner Weihnachtsbeleuchtung, die bei uns vorm Haus immer steht. Mehr nach dem Intro. Zum Material. Es ist eine nordische Breitkiefer und die ist jetzt mittlerweile 2 Jahre draußen, beziehungsweise immer über die Weihnachtszeit. Man kann sagen, ab Anfang Dezember bis Mitte Januar, da kriegt sie immer richtig schön Lack ab, denn hier im Norden, da kann man ja nicht von Schnee reden, sondern das ist permanenter Regen und dementsprechend sieht sie auch aus. Dass ich sie natürlich nicht mehr in diesem Zustand hinkriege, wie sie ursprünglich mal war. Und ich vergleiche das jetzt mal kurz mit der Stele, die ich jetzt nochmal aus dem Lager geholt habe. Ich werde sie definitiv nicht mehr in diesem Glanz hinbekommen, aber das will ich auch gar nicht. Ich möchte nur, dass sie etwas hübscher wieder aussieht. Zunächst entferne ich die Lichterkette. Ich mache das bei meinen Stellen ja immer so, dass ich die antacker an den Stellen, wo auch die LEDs eingeschoben werden. Und dazu brauche ich jetzt einfach nur eine Spitzzange oder einen Seitenschneider. Das sind jetzt die Krampen, die habe ich jetzt entfernt. Alles halb so wild. Das ging recht fix. Und et voilà, jetzt haben wir beides wieder getrennt. Jetzt können wir die Lichterkette hier vorsichtig versuchen rauszuziehen. Ich werde mal ein bisschen nachhelfen. Und wie ich hier gerade sehe, sind hier auch schon welche ausgefallen. LEDs, mal gucken, ob ich das wieder repariert kriege. Das ist jetzt die hier oben im Schauanfluss sehen. Das kommt mal vor. Ne? LEDs haben ja auch keine lebenslange Haltbarkeit. Also hier ist sie jetzt ausgefallen. Gucken, woran es liegt. Kabelbruch oder ähnliches. Möglich ist alles. Oder irgendwas anderes. Mal gucken, vielleicht können wir es auch austauschen. Besser daraus zollen. Zack, zack, zack. Aber da kann man mal sehen, wie Holz arbeitet. Denn als ich die gebaut habe, musste ich alle LEDs gegen Rauchrutschen sichern. Und das habe ich ja dann mit dem Tacker gemacht. Jetzt ist mittlerweile so, dass sie wirklich bombig halten. Da ist kein Rausrutschen. Heile, 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 kaputt. Gut. Warum bist du kaputt? Das müssen wir prüfen. Dann haben wir hier noch eine. Und noch eine. Also insgesamt haben wir hier 3 Stück. Die möchten ganz gerne mal eben überprüft werden. Einmal.
Das ist ein Feuchtigkeitsschaden. Da ist Wasser eingedrungen in der LED. Hier ist nämlich überall Anzeichen von Rost. So, das ist die Frage. Tauschen wir sie aus? Ja, hier sieht man das. Alles verrostet. Da ist der Draht auch ab. Wenn Feuchtigkeit an solchen Elementen kommt, dann ist das immer recht blöd. Denn Rost hat die Eigenschaft, sich auszudehnen. Und da das hier so ein Kunststoffeinsatz ist, bricht er sofort auseinander. Also wie man sieht, LED ist nicht kaputt von der Sache her, sondern das ist einfach nur abgerostet. Dass man das wirklich sehen kann, das ist komplett abgerostet jetzt hier. Und von daher, ja, ersetzen. Oh, die ist so ein bisschen... Dafür nehme ich jetzt den Knotenöffner. Kann man natürlich nicht sehen. Das reicht mir jetzt für die Auffrischung. Ich habe das Ganze jetzt mit 80er Körnung geschliffen. Das reicht völlig aus. Somit haben wir erstmal den Schmutz runtergeholt und auf jeden Fall so ein bisschen was von der ersten Leinöl-Finish-Schicht. Denn ich muss dazu sagen, diese Stele, so wie sie jetzt hier auf dem Tisch liegt, hat bisher einmal erst Leinöl bekommen und danach nie wieder. Und ja, wie das dann manchmal so ist, dann steht das Teil im Regen, wird reingeholt, steht dann eine ganze Weile in der Garage, wird dann wieder umgeräumt von A nach B, dann steht sie wieder draußen und durch das Hin- und Herräumen hat sie so ein bisschen was abgekriegt. Aber das ist für mich auch wichtig, denn ich muss ja mal gucken, wie sieht sowas nach Jahren aus, wenn man es denn nur mal gelegentlich pflegt. So sieht sie hier auf den ersten Blick aus. Noch nicht wirklich schick, aber wird jetzt einmal geölt, geht auch wieder. Eine neue Lichterkette bin ich im Überlegen. Ich tendiere eher Reparatur. Machen wir. So. Genau so machen wir das. Maschine ist fest. Zack. Einmal abklemmen, damit hier auch nichts drauf passiert. Und jetzt Schrumpfschlauch über weg. Einmal so den Schrumpfschlauch über weg. Andere Seite genauso. Dann haben wir das hier zum Beispiel
schon mal gleich wasserdicht oder nicht wasserdicht, aber schon so ein bisschen wassergeschützt. Also die ist durchgebrannt. Whatever, auch immer. Ich versuche das mal so ein bisschen in die Kamera zu halten. Gucken, vielleicht geht das mit dem Zoom. Also hier ist die komplett durchgebrannt. Gut, die tauschen wir natürlich auch aus. Gar kein Problem. Das machen wir nochmal eben. Wie man sieht, die Lichterkette ist wieder komplett am Leuchten. Und es ist wirklich erstaunlich, dass hier die Feuchtigkeit reinzieht und das ganze Teil anfängt dann zu rosten. Schade eigentlich. Weil wenn man jetzt überlegt, ich habe das Teil jetzt mal über ein Jahr gesehen draußen, dann hält so eine Lichterkette aber keine 2-3 Jahre. Naja. Okay, bauen wir sie mal ein. Ich werde die Löcher aber auf jeden Fall nochmal eben aufbohren auf 5,5 mm. Eigentlich war das ja geplant, dass ich kurz die Stähle ein bisschen anschleife, neue Öl, ein bisschen ja, neuen Glanz verpasse. So ganz ist mir das nicht gelungen, wie man hier unten sieht. Aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Viel dramatischer finde ich die Tatsache, dass wenn ich das jetzt nicht ausprobiert hätte mit der Lichterkette, wäre mir da gar nicht so schnell aufgefallen, dass die defekt ist. Man hat ja gesehen, 3 LEDs ausgetauscht, eine beim Ausbau defekt. Oder kaputt gegangen und 2, die schon vorher defekt waren. Nicht auszumalen wäre die ganze LED-Kette defekt gewesen, denn mal eben 18 Uhr Lichterkette defekt. Wo kriege ich mal eben eine her? Gut, die Baumärkte und alles, was umzu ist, die haben solche Lichterketten da. Klar, logisch, aber das ist wieder zusätzlicher Stress. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Von daher geht sie jetzt in die Garage. Und kann in 2 Wochen dann aufgebaut werden. So der Plan. Wie man sieht, die Stele ist wieder fertig. Es fällt auch gar nicht mehr so doll auf. Ich dimme jetzt mal das Licht. So, dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Ja, also es fällt nicht so stark auf, wie ich jetzt eigentlich gedacht habe. Hier ist ja die defekte LED gewesen. An dieser Stelle ist die defekte LED gewesen und hier jetzt auch. Hier haben wir die kaltweiße LED mit eingearbeitet und so großartig fällt das jetzt überhaupt nicht auf, finde ich. Jetzt, wo die Stele ein bisschen weiter weg steht, da fällt es dann doch wieder auf. Aber ich finde, es ist gar nicht so schlimm. Ja, was sagt ihr dazu? Bitte mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ist das jetzt schlimm, dass das kaltweiß leuchtet? Was ist eure Meinung dazu? Jetzt habe ich aber noch eine Holzstele hier. Diese Holzstele, die habe ich letztes Jahr auf dem Tannenbaummarkt in Hagen, im bremischen Hagen, gebaut. Und dann haben wir sie wieder mit nach Hause genommen. Und jetzt habe ich die ganze Stele nochmal komplett geölt. Nochmal alles angeschliffen vorher so ein bisschen, dass das Holz noch das Öl aufnehmen kann. Und ich finde, da
Das sieht echt gut aus und ich zeige euch mal jetzt, wie es aussieht im Dunkeln. Also, was ist eure Meinung? Bitte mal unten in die Kommentare rein, wie wirkt diese Holzstiele auf euch? Würde mich wirklich mal interessieren. Und das war's dann jetzt auch schon mit diesem Video. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sogar Kritik habt, dann bitte unten in die Kommentare rein. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und wie immer beim Aktivieren der Glocke werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn ein neues Projekt oder Video von mir online gegangen ist. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag darüber. Bis zum nächsten Mal. Was im Videoschnitt mir aufgefallen ist, war eben halt die Tatsache, dass mit der LED, wie ich es genau gemacht habe, konnte man nicht richtig sehen. Jetzt zeige ich das nochmal. Und zwar habe ich ja hier die Anode-Kathode. Dann habe ich hier das Kabel angelötet oder die beiden Kabel angelötet und habe dann den Schrumpfschlauch über weggeschoben. Das Ganze erhitzt, schrumpfen lassen. Und habe noch zusätzlich von oben einen etwas breiteren Schrumpfschlauch genommen, überweggeschoben und auch den zusammenschrumpfen lassen. So hat man zwar keine 100%ige wasserdichte Verschließung, sondern es ist so 97%. Es verhindert, dass die Feuchtigkeit da eindringt. Und mir ist beim Schneiden auch aufgefallen, wo eigentlich das Problem dessen liegt, dass die LEDs bzw. dass die LEDs ausgefallen sind. Und da zeige ich euch nochmal. Jetzt haben wir hier die Stele nochmal von hinten. Wie man sieht, hier ist die Sternspitze nach oben und hier haben wir die Bohrung für die LED. Und was hier jetzt auch gut zu sehen ist, ich gehe davon aus, dass wenn es regnet, hier Wasser reinläuft und dadurch die LED dann zu Schaden kommt. Was ich nicht verstehe ist, warum eine Verbindung anfängt zu rosten. Normalerweise korrodiert das. Um das in Zukunft zu unterbinden, werde ich jetzt erstmal dieses Jahr die Stele so draußen stehen lassen und schauen, wie sich das hier mit dieser Verbindung macht. Ob das jetzt besser geworden ist oder ob wir da auch schon so Anzeichen haben von Korrosion. Ich werde euch da in den Ingos-Infos auf dem Laufenden halten.